Also, Lucia, worüber sollen wir heute reden? Ich weiß es nicht. Wie wäre es, wenn wir mit diesen Träumen anfangen? Hattest du in letzter Zeit welche? Nein. Lucia, es wird dir nicht besser gehen, wenn du nicht mitmachst. Kann ich Sie etwas fragen? Sicher. Warum bin ich hier? Du bist hier, weil du psychisch krank bist, Lucia. Nein. Warum bin ich wirklich hier? Nur wenn ich hier bin, reden Sie nur über meine Träume. Vielleicht sind das gar nicht die Träume. Vielleicht bin ich es. Lucia, diese Träume sind die Schlu der Schlüssel für deine Krankheit. Der Schlüssel zum Tod deiner Schwester. Sombria ist nicht tot. Sieh mal, Lucia, ich will das nicht schon wieder mit dir durchkauen müssen. Du musst den Tod deiner Schwester akzeptieren. Okay, dann akzeptiere ich das halt. Wirklich? Du bist endlich bereit, die Geschehnisse zu akzeptieren? Ich akzeptiere, dass sie am Leben ist. Vielleicht sorgen die Medikamente für diese Halluzination. Wir müssen deine Dosis neu einstellen. Ich habe sie gar nicht genommen. Ich habe schon vor Monaten damit aufgehört. Du hast sie nicht genommen? Damit sie am Leben ist. Lucia, ihr Körper wurde definitiv gefunden und identifiziert. Sie ist tot. Schauen Sie, langsam wird es doch albern. Die Sache ist die. Was? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Das weiß ich nicht so genau. Du meinst Geister und sowas, oder? Naja, so halbwegs. Geister können nicht anfassen. Also wie ein Poltergeist. Vielleicht. Können Poltergeister essen? Ich glaube nicht, dass sie das können. Warum sagst du so etwas? Weil Zombie ist. Was ist sie denn? Nudeln. Oh. Und Menschen. Menschen? Oh ja. Aber nur, wenn sie irgendwie schlecht drauf ist. Lucia, ich glaube, du solltest unbedingt deine Medikamente nehmen. Das wird dir helfen, das verspreche ich. Das wird gar nicht helfen. Das verspreche ich. Okay, Lucia, ich möchte etwas mit dir ausprobieren. Ich möchte, dass du etwas aus diesem Raum aussuchst. Irgendwas, das einen Bezug zu dir und deinen Gefühlen darstellt. Es darf irgendwas aus diesem Raum sein, egal was. Und wenn du etwas gefunden hast, dann bring es mir. Aber mit manchen der Gegenstände musst du aufpassen. Ich möchte, dass wo alles an seinem Platz bleibt. Okay. Hey, eine Puppe. Vielleicht bin das auch nur ich. Aber irgendwie macht die Puppe mir Angst. Oh wow, ein Gehirn. Ich nehme das hier. Eine alte Plüschpuppe. Es hat Markierungen an unpassenden Stellen. Ein matschiges Gehirnmodell. Okay. Du hast mir also das Gehirn gebracht. Das ist interessant. Bitte setz dich doch. Warum hast du dir das Gehirn ausgesucht? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil es rosa und glübschig ist. Die Puppe könnte ein Symbol für etwas sein. Für mich bedeutet das Intelligenz. Und du wirkst wie ein schlaues Mädchen, Lucia. Zombie dachte auch, dass ich schlau bin. Ein Schlauberger. Ich sehe, warum. Was mich verwirrt, ist, dass du es so ein intelligentes Mädchen bist. Aber du bestehst immer noch darauf, dass deine Schwester am Leben ist. Ja, das ist so auch irgendwie. Ich möchte nicht mehr über sie reden. Aber es sind immer noch 20 Minuten übrig, Lucia. Ich sagte doch bitte nicht noch mehr. Lucia, mach mich nicht sauer. Weißt du, was beim letzten Mal passiert ist? Ja. So, und jetzt zurück zu. Sie wissen, dass sie das nicht mehr mit mir machen können. Was machen? Mich verletzen. Lucia, ich mache das doch nur, weil ich dich besser mach
wirklich besser machen möchte. Mich anfassen? Lucia, das ist unser kleines Geheimnis. Hm? Nein, lass das. Was machen? Was ist los, Lucia? Es ist nicht seine Schuld. Bitte mach das nicht nochmal. Bitte. Ich nehme immer die Schuld auf mich. Lucia, bitte sag mir, was los ist. Es ist zu spät. Sie hat sich bereits entschieden. Es tut mir so leid, Mr. Black. Was zur Hölle ist hier los, Lucia? Was ist das für ein Ding? Das... Sombria. Sie sollte tot sein. Hab's doch gesagt. Bleib weg von mir. Warte, Zombie. Was zur Hölle? Viel Spaß. Warte, was? Oh mein Zombie, du hättest auch noch den Stuhl sauber lecken können. Gar kein Blut und oder so. Er war gemeint, Zombie. Oh, verwende doch nicht die Stimme, Zombie. Du bist echt nicht gruselig. Lucia, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann so nicht leben. Es geht dir gut, Zombie. Lass dich nicht zu runterziehen. Ich bin eine abartige, alberne Kreatur. Und ich weiß gar nicht, ob ich lebe oder tot bin. Hey, immerhin bist du endlich aus deinem Zimmer raus. Das ist nicht witzig. Warum musst du immer rumherzen? Besser als depressiv zu sein. Du werdest gar nicht wissen, wie es depressiv zu sein, Lucia. Hey, es tut mir leid, Zombie. Ich möchte helfen. Das kannst du nicht, Lucia. Das kann keiner. Naja, ich bin hier für dich, wenn du Hilfe brauchst. Dafür sind Schwestern schließlich da. Oh, Lucia, ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast. Danke. Ist schon gut. Auf nach Hause. Oh, okay. 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 Der ist einfach weg. Ich kann mich erinnern, wie mein Onkel mal erzählt hat, dass das Fasten mal von einer Toilette... Was? Es ist schon komisch, aber das klingt echt schrecklich. Was? Ich kann mich erinnern, wie mein Onkel mal erzählt hat, dass er fast mal von einer Toilette... Von einer Toilette was? Ist schon komisch, aber... Hä? Von was? Von der Toilette? Was? Was ist mit der Toilette passiert? Was ist mit deinem Onkel passiert auf der Toilette? Ich werde mir die Hände später waschen. Okay. In Zeiten des Corona sollte man das jetzt tun. Das ist komisch, da ist gar keiner. Nur ein paar Sportmagazine. Umchen? Umchen, bist du's? Die Tür ist verschlossen. Was zur Hölle ist hier los? Oh, das ist eine Schande. Moment mal. Was machen Sie denn hier? Das gleiche wie jeder andere. Ich habe ein paar Probleme, mit denen ich klarkommen möchte. Und was ist mit dir, meine Liebe? Gehst du mit deiner Schwester zum Mittagessen aus? Haben Sie nicht Nudeln zu verkaufen oder so? Hast du nicht eine Schwester, die deine Hilfe braucht? Ich kann hier nichts weiter für Sie tun. Sie möchte meine Hilfe eh nicht. Das sagen sie alle. Was meinen sie? Glaubst du ernsthaft, dass sie nach Hilfe fragen will? Aber was weiß ich denn schon? Ich bin einfach nur eine alte Frau. Aber das haben sie doch selbst gesagt. Sie kann sich nicht zurückverwandeln. Das heißt aber nicht, dass man ihr nicht helfen kann. Versetz dich doch mal in ihre Position und sag mir, wie du dich dann fühlst. Diese Worte, das Zombie vorhin gesagt hat, dieses Wort, depressiv. Oh Gott, ich habe echt keine Ahnung, warum du zu diesen Deppen von Therapeuten gehst. Ich sollte meine eigene Praxis aufmachen und mit dem Nudelverkauf aufhören. Gibt es einen Weg hier raus? Ich möchte Sombria helfen. Du bist 12.
Du kennst dich in solchen Sachen doch sicher besser aus als ich. Außerdem kann man den Schlüssel zu deinem Problem doch gleich im Klo herunterspülen. Was? Probleme und Schlüssel im Klo runterspülen? Da kann ich jetzt nicht mehr rein. Oh, da hat aber jemand ganz schön seine Periode, ne? Muss ich das echt tun? Muss ich das echt tun? Zombie, wo bist du? Hättest du nicht einfach leben können? Warum ist die Tür eigentlich auf gewesen damals? Oh, ist das eklig. Ist das eine Hand? Sie hält einen Schlüssel. Das ist doch wohl ein Witz. Oh, ist das eklig. Therapieschlüssel, hast du zum Verlassen des Hauptempfangsbereich. Können ein matschiges Gehirnmodell. Und wo ist die Puppe? Oh nein, 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 nein. Die Tür ist verschlossen. Oh, du bist es nur. Hey, weißt du, Zombie? Ich habe es nicht so gemeint, was ich da vorhin gesagt habe. Ich versuche doch einfach nur dich glücklich. Zombie? Warte, was? Warum siehst du so normal aus? Warum hast du mir das angetan, Lucia? Du hast mein Leben ruiniert. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Zombie, es tut mir leid. Zur Hölle mit dir, Lucia. Ich wünschte, du wärst tot. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hätte ich diejenige sein sollen, die stirbt. Tja, das kann ich für dich arrangieren, kleine Schwester. Stirb, du Pest. Zombie? Ich glaube, sie ist weg. Es wird immer schlimmer mit ihr. Und ich mache es irgendwie immer schlimmer. Aber mach dir keine Sorgen, Sombria. Ich werde das schon irgendwie wieder hinbekommen. Das verspreche ich. Ich hoffe, das ist das Geräusch, das die Tür macht, wenn die aufgeschlossen wird. Ah, was eklig. Und es ist hier gar kein Ton mehr. Und die Oma sagt auch nichts mehr. Das kann ich hier nicht benutzen. Ja gut. Wo dann? Kann ich mal wieder hier speichern? Super, jetzt kann ich hier endlich raus. Geht es dir nicht gut, mein Liebe? Es hat eine ganze Weile gedauert, bis du zurückgekommen bist. Ich glaube, ich habe etwas Falsches gegessen. Okay, meine Liebe, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe echt, dass ich sie nicht wiedersehen muss. Okay. Entführt. Brüste. Keine Sorge. Es wird schon alles gut werden. Wir schaffen das irgendwie. Das verspreche ich. Keine Ahnung, wer das sagt. Also, wo soll es jetzt hingehen? Also, das weiß ich nicht, Lucia. Ich weiß es nicht. Wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Das ist doch ganz einfach. Es muss sich hierbei um einen so schlechten Scherz handeln. Das ist kein Scherz, Lucia. Die werden entführt. Wann geht das endlich in deinen Kopf, Lucia? Was machen wir denn jetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe es schon an der Tür probiert. Es gibt hier keinen Weg nach draußen. Das ist echt nicht gut. Ich wünschte echt, ich könnte dein sonniges Gemüt teilen. Unsere einzige Option bleibt es einfach abzuwarten und zu schauen, wo sie uns... Wer ist sie? Oh, das ist so viele Fragen. Ich weiß es doch auch nicht. Sie haben Masken getragen. Aber... Ich dachte, ich sah... jemanden Altes. Hey,
Hast du das gehört? Das klingt wie eine Parade. Wo sind wir denn? Das klingt wie Chinatown. Chinatown? Naja, woanders soll es dann eine Parade in chinesischer Musik denn spielen? Irgendwie komisch, unsere Stadt war doch kein Chinatown. Vielleicht sind wir in kleinen Tokio. Sind das nicht zwei verschiedene Länder? Die Musik verwirrt mich echt. Schau mal, wir müssen langsam an einen Plan arbeiten. Du weißt schon, für den Moment, wenn die... Ja, die was? Ich kann hier nicht mal weitermachen. Wenn ich den Typen trete, der die Tür öffnet, rennen wir los, okay? Das ist ein doofer Plan. Das wird niemals funktionieren. Und warum denn nicht? Weil das immer so im Film ist. Die Opfer sind eingeschlafen, wenn der Truck ankommt. In Film? Ja, genau. Schaust du denn gar keine Filme? Das hier ist kein Film, Lucia. Das wird funktionieren. Vertrau mir einfach. Okay. Wenn du das so sagst, Schwester. Okay, auf geht's. Hoffentlich halten wir bald an. Was? Tja. Ist jetzt langsam an der Zeit. Ich hoffe, ihr Mädels hattet einen angenehmen Trip. Ich möchte mich ganz herzlich für die Transportmethode entschuldigen. Ihr beide möchtet jetzt sicher eine Erklärung für das Ganze hier hören. Eigentlich möchte ich eher wissen, warum sie nackt sind. Nana, du bist aber ganz schön neugierig. Willkommen in meinem Badehaus. Uns geht es gut, danke. Aber Zombie, ich möchte eine Runde schwimmen. Halt den Mund, Lucia. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Oh, wo sind bloß meine Manieren? Ich bin Ashina. Aber alle nennen mich die rote Hexe. Eine Hexe? So wie Hüte, Warzen, Katzen und so? Ich mag die Kleine. Dein Name ist Lucia, stimmt's? Ich habe schon viel über dich gehört. Was wollen Sie mit uns? Warum haben Sie uns hierher gebracht? Oh, du willst also die Vorstellungsrunde überspringen? Na gut. Und eigentlich wollte ich nur dich, Sombria. Deine Schwester war ein kleiner Bonus, den dieser Idiot mitgeschleppt hat. Was? Warum? Ja, weißt du, du hast da etwas, was ich möchte. Als ich in deinem Alter war, war die einzige Sache, die ich jemals wollte, ein Paar an Beinen. Ein Paar an schönen, langen, knackigen Beinen. Ich habe es gehasst, so klein mit durchschnittlichen Beinen zu sein. Es gab einfach keine Lösung für mein Problem. Also zumindest nicht in dieser Welt. Der einzige Weg, um zu bekommen, was ich wollte, war, ein Opfer zu erbringen. Also habe ich das Leben meiner älteren Schwester geopfert. Sie hatte einfach alles, was man sich an einem perfekten Mädchen vorstellen kann. Besonders diese langsam dicknackigen Beine. Aber meine Handlung hatte einen Preis. Ich wurde für alle Ewigkeiten verflucht. Aber ich bekam, was ich wollte. Wie ihr sehen könnt, das ist mein Fluch. Das ist nicht wahr. Was wollen Sie mit mir? Sombria, kannst du denn nicht sehen, wie ähnlich wir uns sind? Wir haben den gleichen Hautton und sehen gleich aus. Wir sind fast identisch. Und wenn ich schon nicht meinen alten Körper wieder haben kann, dann möchte ich deine haben. Was? Nein, bitte. Im Gegenzug kannst du meinen Körper haben und alle, was du dir wünschst. Wir sind deine Stampfer nicht bekommen, Lady. Sie wird deine Stampfer und sie lassen uns besser. Moment mal, sagen sie alles, was sie sich wünscht? Lucia. Aber Sammy, du kannst sie nach einem Pony fragen. Naja, ein sehr, sehr großes. Sombria, ich liebe deine kleine Schwester einfach. Sie ist so ein Scherzkeks. Lucia, auf damit!
Okay, dann vergessen Sie's, Lady. Schätzchen, das war nur ein Angebot. Und du kannst auch ablehnen, Sombria. Warum haben Sie uns dann entführen lassen? Ich habe nie danach verlangt, dass ihr entführt werdet. Aber ich werde sicher gehen, dass der Fahrer für seine Taten bestraft wird. Aber bitte, Sombria, denk noch einmal darüber nach. Aber ich will nicht darüber nachdenken. Ich möchte einfach nur nach Hause. Ach, das ist schon okay. Ich werde mich darum kümmern, dass euch jemand nach Hause bringt. Und während ihr wartet, könnt ihr ruhig die Anlagen benutzen und euch an den Erfrischungen bedienen. Sie haben ein Buffet? All you can eat. Okay, ich bin sowas von dabei. Komm schon, Zombie, lass uns was essen. Ihr Mädchen werdet nirgendwo hingehen. Und was willst du, alte Frau? Eine Mutter kann doch einfach ihre Tochter besuchen wollen. Du bist für mich keine Mutter. Erinnerst du dich, du warst diejenige, die mich mit diesem Fluch belegt hat? Und du warst es, die mir meine Tochter aus Habgier genommen hat. Warum bist du hier? Ach, nur ein paar Worte der Warnung. Oh, und das wäre? Hüte dich vor der Kleinen. Sie ist wesentlich klüger, als man denken würde. Lucia? Die Kleine ist zu unschuldig, um irgendwie für Ärger zu sorgen. Das ist ihre Spezialität, meine Tochter. Ach, nur ein paar Worte der... Was? Ich brauche deine weißen Worte nicht, du alte Vettel. Sobald ich ihren Körper habe, bin ich deinen Fluch los. Ich werde endlich frei sein. Oh, das tut mir leid, meine Tochter. Aber du wirst niemals frei sein. Wo sind denn alle? Sie sagte, dass hier irgendwo ein All-You-Can-Be-Buffet ist. Lucia, nicht jetzt, bitte. Und ich habe auch gar keinen Hunger. Ich habe immer Hunger. Das weiß ich doch. Ich kann hier doch nicht einfach mit einem leeren Magen rumstehen. Ich werde mich mal ein bisschen umsehen. Nein, Lucia, du bleibst hier. Tut mir leid, Mama, aber das kann ich nicht. In Ordnung, aber dann geh nicht zu weit weg, okay? Du wirst mir doch eh nie zuhören. Ich bring dir einen Donut mit oder so. Hey, hier drin ist keine Kinder erlaubt. Wusste ich doch nicht. Hier arbeiten tatsächlich Leute. Und ich bin am Verhungern. Hast du nicht gehört? Ich habe gesagt, dass hier drin keine Kinder erlaubt sind. Das habe ich schon, aber ich habe es einfach ignoriert. Und wer bist du? Und deshalb hasse ich Kinder. Ich heiße Nikuya. Aber die Hexe nennt mich der Schlechter. Ich dachte, du wärst ein Koch. Hier hat seit Ewigkeiten niemand mehr Essen gekocht, Kleiner. Hier ist alles roh. Oh, so wie Sushi? Nein, nicht wie Sushi. Weißt du, wovon Hexen sich ernähren? Ich glaube, Mama hat mir dazu mal aus einem Buch vorgelesen. Lebkuchenhäuser? Weißt du, Kindchen, das ist echt nicht der richtige Ort für Kinder. Und du wirkst echt in Ordnung, aber pass einfach auf dich auf, während du hier bist. In Ordnung, aber gibt es hier irgendetwas, was ich essen kann? Ich werde versuchen, dir einen Schokoriegel oder sowas zu besorgen. Aber fass dir nichts an, okay? In Ordnung. Alter, hab ich mich erschreckt. Hey, Nudeln! Ich wusste doch, dass hier irgendwas für so Essen geben muss. Wobei, ich glaube nicht, dass Kakerlaken eigentlich zum Rezept gehören. Aber die Essenstäbchen können sich ja jetzt nicht sicher weisen. Schon wieder die Essenstäbchen. Okay. Hier ist eine Leiche. Das ist abgeschlossen. Übrigens, wo ist denn dein Gesicht? Ich habe keins. Warum nicht? Der sollte doch ein Gesicht haben. Keine. Ich halte nicht jeder. Ich bin nicht mal menschlich. Was bist du denn dann? Du stellst zu viele Fragen. Wie wäre es mit einer weiteren Frage? Hast du zufällig ein großes, scharfes Messer, das ich haben kann? Ein kleines Mädchen mit einem großen Messer? Das ist schon echt gruselig, selbst für mich. Und nein, wir können halt nicht alles haben, was wir uns wünschen. Nicht mal ich. Und was möchtest du denn haben? Ein Gesicht?
Tatsächlich ja, aber das ist leider nicht so einfach. Ja. Es wiederholt sich jetzt nur. Diese Lady war gruselig. Hör auf, Lucia. Wenn sie eine Spinne wäre, könnte man als Mommy Long Legs bezeichnen. Halt den Mund, Lucia. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für sowas. Es tut mir leid, Zombie. Und hör auf, mich so zu nennen. Okay, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht aufregen. Ach nein, schon gut. Es tut mir auch leid, Lucia. Ich möchte doch einfach nur nach Hause. Ja. Ach Gott, ey. Ich frag mich, wo ich hier bin. Huch? Ach so, das ist Wasser. Ein Fisch. Das ist ein toter Fisch, armer Kleiner. Du gehörst zu deinem Freund in der Pfanne. Vielleicht kann ich eine für dich finden. Wow. Toter Fisch. Es ist ein toter Koi-Karpfen. Wasser, Marsch, Wasser, Stopp. Yep, das ist eine das ist ein Waschbecken. Pfanne, 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 Pfanne. Hallo, Pfanne, Pfanne. Gibt's hier eine Pfanne irgendwo? Was ist das eigentlich? Das ist ein kleines Loch an der Wand. Ich frage mich, was da drin ist. Hey, was ist das? Rote Schärpe, ein roter Keramikvlies. Sie hat eine seltsame Furche auf der Rückseite. Das kann ich hier nicht benutzen. Das ist ein kleines Loch an der Wand. Ich frage mich, was da drin ist. Gar nichts. Schade. Okay. Ich suche Pfanne. Speicherpunkt, da gehe ich gleich mal hin. Ja, ich speichere jetzt mal, weil hier komme ich eh nicht weiter. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch eine Pfanne gewesen. Aber hier ist keine Pfanne. Gehen wir mal speichern. Spiel gespeichert. So. Mache ich hier gleich mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei My Big Sister. Und bis dahin. Tschüss.